Und los. Einzelspieler. Ich bin ein Noob. So, das schauen wir uns mal an. Voller Spannung. Die letzte Minecraft-Version, die ich benutzt habe selbst, ist die Version 1.7.10 und das ist die Version, die man auch auf meinem Minecraft-Server Titania findet. So, mal schauen, was hat sich verändert? Es hat sich nichts verändert, außer dass wir jetzt diese hässlichen weißen Rahmen um die Schaltflächen herum haben. Und dass man Feedback geben kann, das habe ich jetzt aber nicht vor. Dann mal gucken. Es kann sein, dass ich grauenhaft hier drin bin, weil ich nämlich Minecraft sehr lange nicht mehr gespielt habe. Und wenn ich Minecraft gespielt habe, dann war das auf eine ziemlich dümmliche Art. Das tauchte einfach eine Meldung mittendrin auf, wenn ich über einen Abgrund rüber guck. Sehr taktlos. Ach, und der Spieler hüpft von selbst auf Vorsprünge rauf. Das ist ja toll. Das muss ich gleich nochmal ausprobieren. Früher musste man ja, also früher, als ich noch Minecraft gespielt habe, musste man noch so machen. Spektakulär. Und krass, dass höher als ein Block wird. Das ist mir auch neu. So. Komme ich da rüber? Ne, ich komme nicht rüber, ohne meine Füße nass zu machen. Naja, in diesem Spiel ist das ja nicht relevant. Eine Baumart, die ich noch nicht kenne. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass man diese Baumart wie alle anderen mit der Hand abreißen kann. Der Kommissar Hunter. So, da sind wir auch schon so weit und haben schon zwei Holzblöcke. Und kommen dann natürlich rauf und gleich wieder runter. Tolle Demonstration. Ja, ich habe es geschafft. Und ich höre das, was ich für eine Spinne halte. Vorausgesetzt, die Klangeffekte wurden beibehalten. Beziehungsweise nicht neu besetzt. Das wäre unangenehm. So, jetzt habe ich Holz. Was kann ich mit Holz machen? Ja, richtig. Ich kann zu diesem schönen Berg da drüben hinhüpfen und mir da etwas reingraben. Auf welcher Höhe mache ich... Was ist das denn für ein Stein? Ach, wenn ich das nur wüsste. Ein anders aussehender Stein. Ein Stein, der anders aussieht als die Steine, die ich kenne. Und hier ist ein Acker. Aha. So, so. Und da ergoss sich Wasser über mich mit... Ja, ich will das gar nicht aussprechen. Naja, was ist das hier denn? Gehört das jemandem? Werde ich angegriffen von jemandem, wenn ich das mir abbaue? Die haben auf jeden Fall den gleichen Holzgeschmack wie ich. Ach so, das sind Häuser. Oh, anders aussehende Türen. Voll wichtig. Ah. Räucherofen. Was räuchert man denn so? Nee, ich habe auch keine Lust, mich zu informieren. Da bin ich zu faul für. Und ich sehe das auch nicht ein, einfach hier eins von den bestehenden Häusern zu übernehmen. Das ist doch voll langweilig. Ich will mir doch selbst was bauen. Ich kann aber einen Eingang hierhin tun. Aha, und mir kommt noch ein raffinierter Einfall. Hier haben wir nämlich zwei Fackeln. Und ich denke mal, der Bewohner des Hauses wird es mir nicht übel nehmen, wenn ich mir eine Fackel kurzzeitig ausleihe und die natürlich irgendwann wiederbringe. Jetzt mal schauen. Ich brauche ganz viel Holz. Diese Baumstämme brauche ich hoffentlich nicht. Kann ja sein, dass sich da irgendwas geändert hat. So, wo tue ich das mal hin? Da. Das ist wahrscheinlich jetzt das langweiligste Video über Minecraft, das es überhaupt geben kann, weil ich nicht mal weiß, wie dieses Spiel richtig funktioniert, beziehungsweise das nicht mehr so genau weiß, weil das lange her ist. Ah ja, ich erinnere mich, dass ich hier eine gewisse Sortierung inne hatte. Nämlich erstmal Schwert, dann Spitzhacke, dann Axt, dann Schaufel. Ich habe den Verdacht, dass das nicht sehr effektiv ist, aber ich hole mir gleich schon mal eine Schaufel. So, dann kann ich mir damit Steine abbauen und da kommt komisches Generve in mein Bild rein, das ich überhaupt nicht brauche.
Kann ich übrigens nicht ab. Kann man das ausstellen? Kann ich ausstellen, dass ich hier diese blöden Meldungen bekomme, die da reinkommen? Nö, kann ich nicht ausstellen. Schade. Und wenn das geht, dann habe ich es nicht da gefunden, wo ich es intuitiv vermutet habe, nämlich bei den Grafikeinstellungen. So, jetzt habe ich etwas Steine und bemerke gerade, was für ein Trottel ich bin, dass ich mir schon Werkzeuge aus Holz gemacht habe. Immer dasselbe. Kann mir aber jetzt schon mal ein Steinschwert holen. Naja, die anderen Holzwerkzeuge, die ich nicht mehr brauche, die kann ich ja immer noch später verheizen. So. Natürlich nicht da, wo ich sie haben will. Naja. Ja, so. Das ist ein Berg. Wie groß ist denn dieser Berg? Warum kann ich nicht fliegen? Was soll das? Ein Scherz. Ich weiß natürlich, dass ich nicht fliegen kann, weil ich keinen Kreativmodus anhab. Ich weiß nicht, wie tief der Berg ist. Ich würde gerne eine unterirdische Basis bauen. Eine Bauernbasis. Ach ja, da erinnere ich mich gerade daran, in einer Zeit, in der ich Let's Play-Videos gesehen habe von jemandem, der Gronkh hieß damals. Es war immer zu dunkel, wenn er irgendwas abgebaut hat. Deswegen möchte ich jetzt mal etwas schlauer sein und die Fackel hier her mitnehmen. Also, wenn ich eine Basis baue, die unterirdisch ist, dann verfahre ich da sehr roboterartig. Nämlich habe ich ein sehr regelmäßiges Muster, das aus einer 3x3x3 Meter Einheit besteht. Und da oben ist schon die Oberfläche. Naja, es reicht für eine Anfangsbasis, denke ich mal. Ich könnte etwas mehr Holz gebrauchen. Warum sind die Bäume so verdammt weit weg? Ach ja, da haben wir Holz. Brauchen die den noch? Das noch? Was ist das hier? Was ist das? Das sieht aus wie ein Kauldron oder wie auch immer die heißen. Kessel, nur halt aus Holz. Upsala, jetzt habe ich deine Ernte kaputt gemacht. Das tut mir aber leid. Hier, kannst du wieder einpflanzen. Ja, da haben wir Holz. Nein, da haben wir Holz. Ach, wie toll, dass ich mir eine Axt gemacht habe. Mensch, ich bin so schlau. Da habe ich doch gut mitgedacht. Es gibt nichts Schöneres, als zu sehen, wie Leute mit der Hand Holz abbauen. So, den Baum haben wir gleich abgeholzt. Ich bin mal gespannt, wie ich hier diese Hungeranzeige, auf die ich nicht rauf zeige, ah doch, diese, wie ich diese auf einem guten Stand halten werde. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das machen werde. Denn das Umbringen von Rindern lehne ich ab. Sowohl in der Realität als auch in Spielen. Das bringt mir manchmal sehr lustige Nebeneffekte, wenn ich Spiele wie zum Beispiel Stronghold Crusader, wo es ein integraler Bestandteil ist eigentlich, dass man Jäger hat, die so wild abschießen. Ich aber versuche das ohne zu machen. Ja, voll langweilig, was ich hier erzähle. Ja, also wenn wir das hier haben, dann geht's nach unten. Und jetzt mache ich etwas, was man eigentlich nicht tun sollte. Und deswegen mache ich das ja auch nicht. Nämlich nach unten bauen. Und das ist schöner, wenn man das ineffizient macht. Also so wie ich das mache. Dass man so Blöcke halb abhaut schon und das dauert dann nämlich länger. Dann kann man das Let's Play in die Länge ziehen. Und man kann die Haltbarkeit der Werkzeuge etwas besser prüfen. So, direkt gegenüber von dem Eingang. Oder mache ich das andersrum? Nein, ich mache es nicht andersrum. So, das sollte reichen.
Ja, und dann baue ich normalerweise einen Glasboden dahin, den habe ich jetzt aber nicht. Dann baue ich mir da eine Tür rein und das ist voll sinnlos, weil ich da drüben mir auch eine Tür klauen könnte. Wobei ich das ja nicht machen will. Wo mache ich die Tür denn hin? Ich kann die doch nicht in die Erde reinbauen. Naja, doch, kann ich. Das ist der dreckige Anfang. Vielleicht schneide ich das aus dem Video raus, dass ich einen Erdeingang mit einer Tür hatte. Aber naja. Dann kommt dieser Block hier weg. Der Werkbankblock. Hä? Warum versucht der zu springen, wenn da oben ein Block ist? Das ergibt gar keinen Sinn. Da hätte ich dann lieber die manuelle Kontrolle. Kann man das einstellen? Kann man das ausschalten? Ja, kann ich ausschalten. Ah, mein konservatives Gefühl ist befriedigt. Da, guck mal, der springt nicht. Bam. So. Ja, dann geht's abwärts und man kann einfach runterspringen. Das geht dann immer am schnellsten. Und man kann auch den Block da in der Luft. Das ist gut, dass es hier keine Schwerkraft weiterhin gibt für solche Blöcke. Dann geht's runter und ich meine, das waren 5 Blöcke, die ich da zwischen jeder Fackel über der Eingangstür zum Schacht gelassen habe normalerweise. Ja, ich überlege gerade, was eigentlich sinnloser ist, das hier zu machen oder das aufzunehmen und hochzuladen. Ich weiß es nicht. So, uns reichen die Leitern natürlich noch, um auch wieder hochzukommen. Das ist gut. Jetzt fällt mir ein, wie nervig das sein kann, wenn man nur eine einzige Fackel hat. Und das draußen dunkel ist, wenn man nur eine einzige Fackel hat. So. Ja, jetzt. So. Man hat es jetzt nicht gesehen. Ich zeige das nochmal. Ich habe da einen Block hingemacht, damit ich da nicht runterfall. Und das Let's Play schneller geendet hat, als ich es mir erhofft habe. Also da oben gehört eine Fackel hin. Und dann zwei zwischen dem Boden wieder. Also die Tür sind zwei, dann der Boden eins, dann nochmal zwei und dann kommt die Fackel ein höher also. So, und da kommt hier der Eingang zu unserer eigentlichen Basis hin. Das irritiert mich. Ich dachte eben, dass das hier Eisen sei. Ist aber kein Eisen. Glaube ich. Ist irgendetwas anderes. Andesit, ja. Was ich etwas nervig finde an den neueren Minecraft-Versionen ist, dass da so viele Sachen hinzugefügt wurden, die man eigentlich nicht braucht und für die es Mods gab bisher. Also eigentlich ist das so, als würde ich mir hier ein vollgeladenes FTB, also Feed the Beast, für die, die das nicht kennen, ein FTB, wie blöd, Modpack benutzen. Ja. Mit ganz vielen Mods, die schon drin sind und die mich alle nerven und die ich alle nicht brauche. So, da ich das schon angefangen habe und nicht so blöd bin und da jetzt einen hässlichen Pflasterstein reinsetze, mache ich hier gleich weiter. Damit die Basis schön aussieht und symmetrisch, muss man immer in gleich großen Baublöcken arbeiten, finde ich. Und das hat auch einen weiteren Vorteil, man muss nicht so viel überlegen, wie lang man Dinge macht, weil man diese ganzen Abschätzungen immer um drei aufteilen kann, um Dreier-Einheit. Sehr schön, dass es hier kein automatisches Nachfüllen gibt. Da gibt es nämlich einen Mod auch für. Dass sie das hier nicht eingebaut haben. So, da ist jetzt unser schöner Gang und dann baue ich hier natürlich die Werkbank rein. Die hoffentlich noch so heißt. Ich weiß ja nicht, ob sie noch Werkbank genannt werden möchte. Apropos möchte, es ist klar, dass mit der künstlichen Intelligenz in Zukunft auch in Minecraft die Umgebung deutlich intelligenter sein wird. Das wird heißen, dass natürlich die Tiere und Menschen intelligenter sein werden. Das kann aber auch sein, dass Blöcke, wie zum Beispiel diese Steine hier, wenn ich sie abbauen möchte, anfangen zu diskutieren, warum sie nicht abgebaut werden möchten. Na gut, wenn das soweit ist, werde ich wahrscheinlich längst kein Minecraft mehr spielen. Wobei ich hierzu anmerken möchte, dass das hier eigentlich kein Spielen ist. Aus dem einfachen Grund, dass ich das hier nicht mache, weil ich Lust darauf habe, hier
irgendwelche Erze abzubauen und irgendwelche Sachen zu bauen und mit irgendwas zu kämpfen. Denn das ist ja alles nicht real. Warum sollte ich da auch Spaß dran haben? Ich mache das hier nur, um ein Video mehr auf meinem Kanal zu haben, nämlich diesmal ein Video über ein Thema, das ein paar mehr Leute betrifft in irgendeiner Weise. So, dann kommt hier eine Tür. Da oben kommt jetzt eine unsichtbare Fackel hin. Und hier ist dann der zentrale Gang, wobei ja der Berg hier aufhört. Das heißt, da sind wir ja gleich schon aus dem Berg wieder draußen. Dann werde ich wahrscheinlich meinen zentralen Gang irgendwo anders lang bauen. Seitlich, dann ist das ja wieder asymmetrisch. Aber naja, dann mache ich das mal so. Dann ist das halt etwas asymmetrisch, aber immerhin noch einigermaßen geordnet. Also die Zombies hier, die sind ziemlich faul. Ich hätte erwartet, dass schon längst einer von meinen Kollegen hier eingebrochen wäre irgendwo und ich da einen sterbenden Dorfbewohner hören würde oben. Ist aber leider bisher noch nicht eingetreten. Ich höre nur dieses blöde. Ja, das wird mich nerven. Ja, das ist der Moment, in dem man realisiert, dass man seine Basis an einer ungünstigen Nachbarschaft aufgebaut hat. Breche ich das Ganze jetzt ab? Breche ich die Aufnahme komplett ab? Fange neu an? Nee, das geht ja nicht. Dann habe ich ja keinen originalen ersten Eindruck mehr. Baue ich eine neue Basis woanders? Oder gehe ich hoch und kill alle Dorfbewohner? Das ist, glaube ich, die beste Idee hier. Das mache ich. Mal sehen, ob ich das. Was ist das denn? Was fällt dir ein in meine. Ach so, der möchte mich besuchen. Naja, gut, hier reinspaziert. Ach, handeln kann man also immer noch. Das sieht aber anders aus. Was möchte er haben? Kartoffeln habe ich nicht. Ah, das ist die Gelegenheit, ihn hier einzusperren, um ihn. Oh, da muss ich noch einen Keller bauen. Einen Keller im Keller, in dem ich den dann einsperren kann. Wobei, das ist doof, dann höre ich das Geräusch die ganze Zeit, wenn der Keller ist. Ich habe den Verdacht, dass er verfolgt wird von einem Zombie. Ah ja, da ist auch einer. Ich hoffe, dass man ihn töten kann mit diesem Steinschwert, wenn ich nicht plötzlich erbarmungslos von dem Zombie umgebracht werde. So, doch, kann ich. So, jetzt ist zumindest diese Geräuschkulisse hier etwas minimiert und du kannst wieder rausgehen, Kollege. Da ist die Tür. Da, raus, raus. Nein, raus. Naja. Dann gehe ich halt ans Haus. Ich habe keine Lust, mit so einer Nase in einem Haus zu wohnen. Und ich kann mir, wenn ich schon mal dabei bin, gleich noch die zweite Fackel hier wegnehmen. Was ist das denn? Ach, da kann man jetzt Hausaufgaben machen in Minecraft. Das ist gut. Das ist sehr gut. Kann man sich da hinsetzen? Nein, kann man nicht. Ja. Naja, gut. Die schießen und davon stirbt man. Das ist gut, dass ich das noch bemerkt habe. Und was ist das? Ein. Ach so, das geht da raus. Und. Ja, das war mein sehr toller Eindruck von Minecraft. Damit beende ich jetzt diese tolle Aufnahme. Und ja, scheiß doch drauf. Wobei, nein, wobei doch. Tschüss.